How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Ich halte es nicht mehr aus, ich werde springen. Jetzt mal absolut nicht Let's Play related, aber Svante, würdest du mal bitte das Licht im Wohnzimmer anmachen? Es ist sehr dunkel. Der verwunschene Irrgarten. Jener, der du den goldenen Splitter suchst. Er ruft. Warum trägst du eine Maske? Er ruht in den tiefsten Tiefen der Finsternis. In den tiefsten Tiefen der tiefsten Tiefen. Der Tiefheit. Lag auf einmal eine noch tiefere Tiefe. Die tiefste Tiefe der Tiefenheit. Als die tiefste, tiefste, der tiefsten, tiefsten. Genau das. Und nichts anderes. So, hier müssen wir uns quasi durch Gegnerwellen durchschnetzeln. Wir brauchen. Wie war das denn? Es gab zwei Stufen. Ich glaube, wenn wir 25 Ebenen machen, kriegen wir den Triforce-Splitter und bei 50 Ebenen kriegen wir noch ein Herzteil oder so. Ich habe das auch nicht mehr im Kopf. Das war egal, das Wichtigste ist einfach draufgehen, reingehen und draufgehen. Ja, du kannst währenddessen schon mal Anekdoten erzählen. Anekdoten aus dem Leben von Svante. Ja, ja. Das sind meine Anekdoten. Du weißt schon diese eine Geschichte, als du in den verwunschenen Irrgarten gefallen bist und dann 50 Wellen deinen Gegner besiegen musstest. Ah ja, ich kann mich an die Zeit erinnern, Junge. Das war schon eine krasse Zeit, als ich war 14 oder so. Und ich habe so ein Loch irgendwo auf einer Wiese gesehen und dachte mir, ja, spring doch mal rein, Junge. Und dann bin ich auf einmal in so einem Loch gelandet, wo komische Wesen waren, die aus irgendeinem Grund auf die Idee gekommen sind, mich anzugreifen. Und dann musste ich die mit meinen Fäusten kaputt boxen. Oh nein, nicht ihr. Hey Boy, how you doing, Boy? Ah, ich hab keine. Du hast kein Mana mehr. Tja. Ich glaube, ich kann das auch mit normalen Pfeilen machen, oder? Wenn du die Augen rechtzeitig treffen würdest, also kurz. Ich würde sagen, kurz bevor sie zustammt, also während sie jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen. Ja, ich habe gedrückt, aber das Spiel hat nicht reagiert. Oh, was geht mit dir ab? Jetzt. Du hast es immer verstanden. Oh, aber ich habe den anderen besiegt. Ja, aus irgendeinem Grund. Drei, jetzt. Ah, bam, so schlitz. Kann man das natürlich auch machen. Ah, ich kann, wenn die so sind, kann ich die wegschlitzen. Okay, cool. Einfach wegputzen. Warum prallen die Pfeile ab? Du musst die Augen treffen, Junge. Ja, das ist mir schon bewusst, aber eigentlich, das ist Lava, die sollten eigentlich nicht abprallen. What? Die sollten verbrennen. Du sollst aufpassen und wirst da gegangbankt. Ich glaube, ich darf nicht heute nichts verwenden. Absolut. Okay, wir fragen an andere relevante Fragen an Herr Daro. Relevante Fragen an Daro! Ah, Traps Game. Was? Nix. Was? Es kommt in einem anderen Video dran. Wo wir in der NSW-Warnung dafür packen. Ja, nein. Was war deiner Meinung nach bisher das beste? Family Friendly Channel. Das beste Let's Play, das du bisher gemacht hast. Es gibt tatsächlich einige Let's Plays, mit denen ich recht zufrieden bin. Also eins, wo ich rundum zufrieden bin, ist zum Beispiel Kirby 64, weil ich da auch da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt, auch eben Fails rauszuschneiden, wenn ich Level nachgespielt habe und so. Ich habe sehr viel geschnitten an dem Let's Play, dass es eben für den Zuschauer ein flüssiges Erlebnis wird. Weiß nicht, es ist oft auch so, ich bin oft mit meinen Let's Plays auch im Nachhinein ein bisschen unzufrieden, weil es immer irgendwas gab. Sei es, dass ich mitten während des Let's Plays dann mir ein neues Mikrofon gekauft habe oder so. Und du dann halt. Es ist nicht das Problem, dass du dann eine bessere Qualität hast, sondern dass du eben diesen Wechsel von Qualität hast. Und ich denke mir immer so, weißt du, wenn du dann als Zuschauer einsteigst, weil du denkst so, oh, das ist ein sympathischer Typ, der macht ja ein cooles Let's Play.
dann schaue ich mal von vorne das Video. Und am Anfang hast du halt eine andere Tonqualität. Und da musst du dich dann durch die schlechtere Tonqualität durchkämpfen, um zu dem Punkt zu kommen oder sowas. Ja, das finde ich immer kacke. Ich glaube, das erste Let's Play, das so ohne Probleme bei mir verlaufen ist und ohne so ein Wechsel war Pokémon Kristall. Okay. Obwohl ich da trotzdem noch ein relativer Anfänger war, ist es teilweise, ist es kommentar sehr langweilig und das Spiel zieht sich natürlich. Das ist normal, wenn du. Ja, ich meine, ich kenne das ja selber. Ja, absolut. Ja, nächste wichtige Frage. Glaubst du, dass jemals eines von deinen Let's Plays so gut sein wird wie mein Titanfall oder vor allem das Hotline Miami 2 Let's Play? Svante. Svante, jedes meiner Let's Plays ist besser als dein Let's Play. Aha. Selbst, what the, hast du das gerade eben gesehen? Ja, das war die Mega-Kombo. Selbst mein hier schlechtes Herdaro Let's Play einfügen ist besser als dein Hotline Miami Let's Play. Hallo, mein Hotline Miami Let's Play ist eines der besten Beginner-Let's Plays, das man sich vorstellen kann. Okay? Karappa. Nein, kein Karappa, der Rapper. Ich bin. Oh, kennst du, kennst du, das hat kennst du, meine Freundin, kennst du. Ah, wie heißt das denn? Es gibt, der Nachfolger von Parappa the Rapper, und damit meine ich nicht Parappa the Rapper 2, sondern, Ujamaa Lemmy. Nicht Ujamaa Lemmy, diese Katze oder so, wie auch immer. Ja, doch, das hieß Ujamaa Lemmy oder so, Lemmy, Lemmy. Sie kann nicht Lemmy heißen, wenn es eine Katze ist. Doch. Die betonen die doch weiblich. Katze. Ja. Katze. Ja, die Katze ist genderneutral. Die weibliche Form ist Kätzin. Ist wirklich so. Ja, aber die männliche Version ist Kater. Ja, aber Katze ist ja geschlechtsneutral. Bist du dir sicher? Absolut. Also ich persönlich sehe Katze mehr als weiblich. Nein, Katze, Kätzin ist die weibliche Form. Okay. Google es. Du musst es wissen, du bist Germanistik-Student. Du hast eine freie, ja, du hast eine freie Hand, du kannst gerade dein Handy rausholen und kannst mich dann bestätigen. Ist es Madonna? Nein, also auch. Das Original ist von ABBA. Aber Madonna hat die gleiche Melodie genommen. Also das Original ist ABBA mit Gimme 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 a Man. Stimmt! Und die, das Cover von Madonna ist Hung Up. Richtig, an das habe ich gerade gedacht. Stimmt. Waiting for your call, baby, night and day. Wenn der männliche Katze ein Kater ist, wird die weibliche Katze auch Kätzin genannt. Sag ich doch! Die männliche Katze wird als Kater bezeichnet. Die Frage ist, wenn ja. Was wolltest du zuerst sagen? Mir wird rechts unten angezeigt, dass mein Akku fast leer geht. Möchtest du mal ganz kurz, da hinten ist die Mehrfachsteckdose. And I walk 500. Tschüss. So, das Let's Play ist jetzt wieder mit mir alleine. Walk 500. Da hinten, die Mehrfachsteckdose musst du herholen. Du musst die herholen. Doch, das passt sonst nicht. Ein Scheiß muss ich. For little be the man who walks a thousand miles to plug in. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mein Leben hasse. Ja, komm schon. Ich bin besonders, weil ich ein heterosexueller weißer Mann bin. Das macht mich schon sehr besonders, weil es. Weil du White Privilege hast und cisgendered bist und dann auch noch cisgendered. Das macht mich so normal, dass ich schon wieder besonders bin. Außerdem bin ich blond und blauäugig. Genau, absolut. Und ich bin wieder auf meinem Platz. Yay. Jit. Ja, ich hasse diesen Raum. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war ein in die Raum. Das war doch nicht der schreckliche Raum. Der schreckliche Raum kommt erst noch. Ich glaube auch. Ich meine auch, dass der schreckliche Raum erst kam. Ja.
Denn wir werden immer wieder raus. Es ist ganz leiser geworden. Ich habe das Gefühl. Warum? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich, ich habe die falsche R-Taste gedrückt, tatsächlich. Ach, ist das wieder eines der tollen Controller, der zwei R-Tasten besitzt? Absolut. Jeder Nintendo-Konsole besitzt zwei R-Controller, besitzt zwei R-Tasten. Bist du dir sicher? Ich habe es einfach so gesagt. Was ist mit dem Wii-Controller? Der Wii-Controller. Der Nunchuck hat zwei R-Tasten. Der Nunchuck hat zwei Tasten. Also er hat zwei L-Tasten, aber keine zwei R-Tasten, stimmt. Das ist auch keine L-Taste, das ist eine. Das ist erst Z, L und C. Ja. Denn. Es sind trotzdem zwei Tasten links. Ja, das stimmt. Ich raten, das sind natürlich zwei Gegner. Natürlich sind da Gegner drin. Warum frag ich überhaupt? Warum sollten ansonsten noch keine Gegner drin sein? Das wäre ja viel zu einfach, wenn da Gegner drin wären. Ja, ich habe immer die Hoffnung, dass da Geld drin ist. Du bist auf keiner Safe. Das hier ist nur ein Monster. Das ist überall Monster drin. Das ist ein Monster. Das ist schon ein bisschen fies von dir, dich als eine pure Monster-Ebene zu bezeichnen. Das Gesicht von dem einfach, als er in dem Topf gewartet hat, war episch, okay. Das ist einfach so ein selbstzufriedenes... gleich überrasche ich den und dann töte ich ihn. So ein selbstzufriedenes Grinsen, wo sie einfach dann... Oh, der Typ da. Der Nächste, der in die Nähe dieses Topfes kommt, der wird gleich hart verarscht. Okay, Leute, den überrascht ich richtig. Und dann komme ich so raus und schreie, buh! Und dann schreckt er sich und verliert erstmal 5 Herzen. Blöde Frage. Wie weit kennst du dich mit den Mechanics von Wind Waker aus? 1. Das war der schlimme Raum. Ja, ich habe The Pimp and Butterfly. Das ist ein Album von Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Das ist ja ein Pulitzer-Preis für sein neuestes Album. Absolut unnachvollziehbar. Ich dachte, der Pulitzer-Preis wäre was Besonderes. Du solltest deinen Fall nicht so verschwenden. Das ist mir doch egal. Ich dachte, den Pulitzer-Preis kriegst du nur für extrem außergewöhnliche literarische Werke und nicht für... Nein, der Pulitzer-Preis wird natürlich auch für Musik verliehen, auch wenn er in den letzten Jahren nur für Jazz oder klassische Musik verliehen wurde. Was auch absolut nachvollziehbar ist, weil Jazz ist, kann man sich drüber streiten. Jazz ist gut. Jazz ist okay. Jazz ist... Was haben wir hier? Das Ropes! Und ich habe keine Eispfeile, Mist! Das macht das Ganze etwas problematisch mit Eispfeilen, Steven. Do a barrel roll! Autofokus, bitte. Mit Eispfeilen sind die One-Hit, das wäre viel einfacher gewesen. Nein, das verändert sich nur das optische in den Rollen. Ja, doch, ich habe schon einige gebraucht. Liegt vielleicht auch etwas an meinem Aim? Skill Daru confirmed. Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich finde es eigentlich relativ gut, dass jetzt zum ersten Mal auch ein Rapper einen Pulitzer-Preis gewonnen hat. Denn ich persönlich bin ja auch ein Fan. Aber dann solltest du auch sagen, dass auch Poetry Slammer einen Pulitzer-Preis bekommen hat, weil Rap ist ja auch nicht mehr. Ich bin nicht dieser Meinung. Aber was unterscheidet einen Rapper von einem Poetry Slammer, außer dass der Rapper noch ein nicht mal in den meisten Fällen von sich produzierten Beat drunter legt, hinter seinem lyrischen Text? Ja, dieser Beat ist eben der große Unterschied. Das ist überhaupt kein Unterschied, außerdem ist der Beat in 90% der Fällen, gerade bei erfolgreichen Rappern, nicht mal mehr von denen selbst. Ich weiß, das weiß ich, das verstehe ich nicht, aber das muss ja auch nicht sein. Es gibt ja generell bei vielen Bands ist nicht unbedingt, dass sämtliche Ideen von ihnen kommt. Ich meine, natürlich nicht. Ich meine, auch viele Popsänger und so weiter haben sogar Songwriter. Das heißt, natürlich, 90% der Popsänger schreiben ihre Lieder nicht selbst. Eben, also weder... Und dann gibt's Lady Gaga. Weder der Beat noch die Musik selbst wird von noch der Song, noch der Text selbst wird von den Musikern gemacht. Bei Rapper bleibt meistens wenigstens der Text authentisch. Ja. Was ich natürlich den Rappern schon mal höher anrechne als eben Popsänger. Ja, dann gibt es Poetry Slammer, die alles selber machen. Abgesehen eben von den Beats, weil viele einfach ohne Beats arbeiten. Richtig. Oh. Da wurde ich geprankt. Oh, you just got pranked again, boy.
You get pranked again, boy! Ich bin uns einfach Pfeile, Junge. Oh, you just got pranked again, boy. How many pranks can you take, boy? Stimmt, ich könnte einfach Pfeile benutzen. Hab ich dir doch gesagt. Was hältst du davon, dass der Echo jetzt wegen zwei Rappern abgeschafft wurde, wo du ja generell nicht so überzeugt von Rappern bist? Ich bin auch generell nicht so überzeugt vom Echo. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht überzeugt von Rappern bin. Ich habe gesagt, ich bin nicht überzeugt davon, dass Rapper den Pulitzer-Preis gewinnen sollten. Ich erinnere dich jetzt besser nicht an den Facebook-Post. Was ist das für ein Facebook-Post? Dass du Rap nicht als Musikgenre einsiehst. Was war das denn? Rap ist ja auch keine Musik. Doch, Rap ist Musik. Rap ist keine Musik. Doch, Rap ist Musik. Nein, das Einzige, was Rap ansatzweise zu Musik macht, ist der Beat drunter. Ja. Und auch wenn dieser Beat vielleicht nicht von ihm produziert wurde, wird es dadurch trotzdem zu Musik. Wie gesagt, bereits bei Popsongs, wo sich das Ganze meistens auch noch auf den Booster drauf. Popsongs beinhalten aber Gesang. Ja. Den hast du beim Rap nicht. Da würde ich jetzt auch nicht 100% von sprechen. Ich meine, es gibt meistens Gesangseinlagen. Ich meine, bei Post Malone zum Beispiel kann man auch nicht immer davon sagen, dass er immer nur Rap, sondern eben auch Gesangseinlagen hat. Ey, gut, es kommt immer drauf an, aber... Es ist von Rapper zu Rapper unterschiedlich. Richtig. Aber wenn normaler Rap hat für mich nichts von Musik. Ich höre ja selbst gern den ein oder anderen Rapper. Jetzt auch gerne ab und zu Eminem. Diesen Eminem. Und dann mag ich noch Crow. Den finde ich super. Und Casper ist natürlich ganz toll. Casper ist super. Wusstest du, dass Casper mal in der Metalcore-Band war? Ich glaub schon. Ja, deswegen ist seine Stimme so kaputt. Weil er eben nicht screamen konnte. Ich meine. Was für mich übrigens, damit da jetzt nicht irgendwelche Vorwürfe von wegen Doppelmoral aufkommen, für mich ist auch Metalcore keine Musik. Ja, aber ich meine, das gleiche ist ja auch mit Skrillex passiert, dass der Typ erst in der Metalband war. Ja, Skrillex ist immer noch in der Metalband. Stimmt, das ist immer noch. Die sind aber gar nicht so gut, tatsächlich. Welche Überraschung. Ich habe letztens einen Live-Auftritt von denen gesehen. nee. Mann! Es kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt... Lenk mich mal nicht hier ab, ich muss hier gerade professionell... Lenkst mich hier ab. Ladies and Gentlemen, Sie haben es hier zuerst gehört. Die beste Methode, um Herrn Dab abzulenken, ist einfach nur stumm neben ihm zu sitzen. Ich habe einen erwischt. Link, do the backflip. Do a barrel. Ah, sehr gut. Okay, und den. Mann, es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Du kommst möglicherweise in Probleme. Nein, ich habe eine Feder. Ja gut, dann kommst du in und ein rotes Elixier. Dann kommst du in noch weniger Probleme. Ich komme in überhaupt keine Probleme. Gut. Siehst du diese? Ja, das sind böse Geister. Absolut. Jetzt sind es tote Geister. Sind Geister nicht davor schon tot? Oh, ich bin zu früh. Ups, knapp vorbei ist auch dann. Ja, ich glaube, das ist doch mal nicht gelöscht. Jetzt hat das gemacht. Nice. Jetzt. Ich hab's drauf. You spin me right round. Ich meine ja sogar, dass der Name Rap für Rhythm and Poetry steht. Was ja schon. Ich meine das in der Definition gelesen zu haben. Es kann sein, dass ich gerade total im Bullshit lag. Yes, es würde schon Sinn ergeben. Ich meine, R&B heißt ja auch Rhythm and Blues. Ja, und da sagt ja schon der Name darüber aus, dass sie sich als Poeten sehen und nicht als Musiker. Und das ist was ich viel eher unterschreiben kann. Ja, aber dieser Rhythm-Part macht das Ganze eben auch musikalisch. Ich würde sagen, das ist Meinungssache. Das soll jeder Mensch für sich unterscheiden. Aber das jetzt als
Musik oder... Es ist generell egal, als was man es definiert. Weil, ey, weißt du, wenn es dir gefällt, dann hörst du dir an. Theoretisch ist alles Musik. Ich meine sogar Avantgarde und Danger Sense und so weiter wird als Musik bewertet. Das ist einfach nur... Hardstyle, am I right? Das war viel zu langsam für Hardstyle. Hey, es ist ganz einfach. Wenn es euch gefällt, hört es euch an. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es. Ganz genau. Denn wir hier bei Hedaro und Hedaro Incorporated unterstützen eine eigene Meinungsbildung. Ja, und außerdem sind wir tolerant. Ja, das sind auch. Über allem. Jedem außer allem. Jazz. Jazz ist halt auch fragwürdig. Nein, ich mag Jazz. Ich habe schon einige Jazzkünstler tatsächlich live gesehen. Was ist das für eine Statue? Ja, das kann ich dir sagen. Das werden wir im nächsten Video herausfinden. Ja, aber zuallererst müssen wir hier noch den will ich noch holen. Okay. Boing. 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 Hast du das gerade gehört? Das Lied? Jetzt hab ich's gehört. Kann es sein, dass es so leise ist, weil du aus Versehen den Kopfhörer zur Hälfte, oder ich den Kopfhörer zur Hälfte rausgezogen habe? Nein. Es kann sein, dass potenziell irgendwas mit dem Ton nicht stimmt, dann tut mir das leid, dann kümmere ich mich bis zur nächsten Folge darum. Ja. Ich bin gerade auch, keine Ahnung, es kann sein, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Du hast einen Streuverspitter gefunden. Jetzt fehlen nur noch 527. Richtig. Und jetzt, weißt du, was wir mit der Statue machen können? Alles. Wegleuchten! Oh, es geht also noch tiefer. Deeper. Aber wie es weitergeht, findet ihr heraus in der nächsten Episode von The Wind Waker. Bis dahin, ciao, ciao. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Blablabla, ihr kennt meine Abmoderation. Hui.